die Kämpfe in Cherson haben Tod und Verwüstung hinterlassen. Der Preis für den Wiederaufbau in der Region im Südosten der Ukraine ist hoch und der Übergang zum Alltag ist schwierig. Landwirte hier wollen jetzt ihre Felder wieder bestellen, um sich und ihr Land zu ernähren. Aber ihre Flüge stoßen immer wieder auf nicht explodierte Munition. Es ist gefährlich und frustrierend. Soldaten der Pioniertruppen hätten ihm geholfen, das 250 Hektar große Feld zu durchkämmen, erzählt Bauer Andrei Litwinow. 4 Tage haben sie gesucht und er findet immer noch Granaten. Rund 2,5 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in der Ukraine müssen auf Sprengstoff untersucht werden. 800.000 Hektar braucht es jetzt für die Frühjahrsaussaat. Doch für die Massenentminung ist spezielle Ausrüstung erforderlich und sie muss aus dem Ausland beschafft werden. Auch landwirtschaftliche Maschinen sind kaputt. Ersatzteile für Traktoren sind schwer zu bekommen. Die Landwirte in Cherson hoffen in diesem Frühjahr, 30% der landwirtschaftlichen Flächen in den befreiten Gebieten am rechten Ufer des Dnipro-Flusses bestellen zu können. Das ist nicht genug, aber ein Anfang.